Meine geehrten Geschwister, wollen wir heute weitermachen in unserer Reihe über die Zeichen des jüngsten Tages. Und wir werden heute noch, insha'Allah ta'ala, über einige kleine Zeichen sprechen, welche wir noch nicht genannt hatten, um dann, insha'Allah, wahrscheinlich nächste Woche auf die Zeit des Mahdi zu sprechen zu kommen, insha'Allah. Weil in der Zeit des Mahdi sich wahrscheinlich mehrere auch dieser kleinen Zeichen noch abspielen werden, welche ich extra für diese Zeit aufbewahrt habe. Nicht viele, aber einige. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir uns mit einigen weiteren Zeichen beschäftigen, welche höchstwahrscheinlich noch nicht eingetreten sind oder eventuell, Allahu a'lam, aber wir wissen es nicht, aber man geht davon aus, dass sie noch nicht eingetreten sind. Und eines der Zeichen, welches zu den Zeichen des jüngsten Tages gehört und welches darauf hindeuten wird, dass der jüngste Tag bevorsteht, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Neumond größer erscheint als üblich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, min iqtirabi sa'ati intifakhul ahillati hatta yura al-hilal lil-laylati fayuqalu bi-laylatayn min iqtirab as-sa'ati intifakhu al-ahillati hatta yura al-hilal lil-laylati fayuqalu bi-laylatayn. Zu den Anzeichen der Stunde gehört, dass die Stunde nahe ist, dass die Stunde nahe gekommen ist, dass sich der Mond aufblähen wird, wörtlich übersetzt, dass sich der Mond, der Neumond, der Hilal, aufblähen wird. So, dass der Neumond so erscheint, als wäre er schon 2 Tage alt. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dieses Universum erschaffen in Perfektion, in absoluter Genauigkeit. Alles nach einem klaren Maß. Und gerade wenn es um die Himmelsgestirne, die Himmelskörper geht, finden wir immer wieder im Koran Stellen darüber, wie Allah Ta'ala all dies erschaffen hat, nach einer ganz klaren Berechnung und nach einem ganz klaren und genauen Maß. Und die heutige Wissenschaft bestätigt all dies. Dass alles wirklich präzise, genau in einer Bahn verläuft, auch wenn die Menschen vielleicht nicht an Gott glauben, viele von diesen Menschen, was mich ehrlich gesagt verwundert, aber am Ende glauben sie daran oder sie haben durch die Wissenschaft die Erkenntnis erlangt, dass alles in diesem Universum wirklich bis ins Detail präzise ist und genau ist und dass nichts abweicht von einer bestimmten Bahn, die Allah Ta'ala für diese Sache vorgesehen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, das wirklich an vielen Stellen, beispielsweise in Surat Ar-Rahman, Ash-Shamsu wal-Qamaru, bi-Husban, die Sonne und der Mond laufen nach Berechnung, einer klaren Berechnung, die Allah subhanahu wa ta'ala festgelegt hat. So als wäre ein Mathematiker da, der alles bis ins kleinste Detail berechnet hat, ein Ingenieur, der auf alle Kleinigkeiten geachtet hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der jedem Ingenieur auf dieser Welt überhaupt das Wissen darüber gegeben hat, wie man Mathematik betreibt. Er ist der Schöpfer aller Dinge. An anderer Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Er ist es, der die Sonne zu einer Leuchte und den Mond zu einem Licht gemacht und ihm Himmelspunkte zugemessen hat, damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung kennt und wisst. Also Allah Ta'ala, er hat es von vornherein so erschaffen, damit wir davon profitieren können, damit wir wissen, wie wir die Jahre berechnen können. Allah hat dies ja nur in Wahrheit erschaffen. Er legt die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen. Klar und deutlich, es sind klare Zeichen.
Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und was geschieht jetzt vor dem jüngsten Tag? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt uns auf, diese Dinge geraten langsam aus der Bahn. Anzeichen dafür, dass dieses Gleichgewicht in der Welt, was wir seit Jahrtausenden, seitdem es die Menschheit gibt, seitdem wir auch Niederschriften haben, Inschriften haben, was das kollektive Wissen der Menschheit betrifft, ja, über diese Natur, dass sie in einem Gleichgewicht ist, all dies wird vor dem jüngsten Tag langsam, aber sicher sich verändern. Sodass wir dann sogar vor dem jüngsten Tag, und das gehört dann zu den großen Zeichen, eine sehr deutliche Veränderung haben werden. Nämlich, dass die Sonne nicht mehr im Osten aufgehen wird, sondern im Westen. Dass die Sonne plötzlich aus der anderen Richtung hervorgeht. Wie das funktionieren soll, Allahu a'lam. Aber das ist eines dieser großen Zeichen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam zeigt uns also auf, die Dinge auch in der Natur werden sich langsam verändern. Und dazu gehört dieses Intifakhul Ahilla, dass die Neumonde aufgebläht sein werden, sodass sie größer erscheinen, als sie normalerweise sind, als man es eigentlich kennt. Die Gelehrten sagen, dass dieses Zeichen wahrscheinlich noch nicht eingetreten ist. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'la wa a'la. Wann es genau eintreten wird, Allahu a'lam. Es könnte auch sein, dass es geschehen wird, wenn schon die großen Zeichen erschienen sind. Wir wissen es nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat keinen Zeitpunkt dafür festgelegt. Kommen wir, insha'Allah ta'ala, zu dem nächsten Zeichen. Worüber wir ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel wissen. Und wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einfach über einen Mann spricht, der erscheinen wird. Und der herrschen wird. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, La taqumu as-sa'atu hatta yakhruj rajul min qahtan yasuqu an-nas bi'asa. Die Stunde wird nicht beginnen, ehe nicht ein Mann zum Vorschein kommen wird, der die Menschen mit seinem Stock treiben wird. Die Gelehrten sagen, damit ist nicht gemeint, dass er einen Stock in der Hand haben wird, sondern es ist wahrscheinlich im übertragenen Sinne gemeint, dass er die Menschen höchstwahrscheinlich gerecht regieren wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hier über Qahtan. Qahtan ist ein Ort auf der arabischen Halbinsel. Gab es diesen Mann schon? Allahu a'lam, wahrscheinlich nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass solch eine Persönlichkeit noch vor dem jüngsten Tag erscheinen wird. Und wo die Menschen ganz genau wissen, es handelt sich hierbei um genau diesen Mann, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Und das wäre ein weiteres Zeichen dafür, dass die Stunde sehr, sehr nahe ist. Mehr wissen wir nicht. Und dementsprechend können wir auch nicht wirklich viel mehr über diesen Mann sagen, der aus Qahtan stammt. Dann spricht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein weiteres Zeichen darüber, dass es einen König geben wird, oder ja, man kann sagen, ein König, einen Herrscher geben wird, mit dem Namen Al-Jahjah. Mit dem Namen Al-Jahjah. Jim, Ha, Jim, Alif, Ha. Für diejenigen, die jetzt Arabisch können. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt hierüber, La yadhhabu al-layl wal-nahar. حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. Die Tage und Nächte werden nicht vergehen, also nicht enden. Also der jüngste Tag wird nicht beginnen, bis ein Mann an die Macht kommt von den Mawali. Wer sind die Mawali? Wer sind die Mawali? Was heißt denn das Wort Mawali? Hatten wir schon öfters mal gehabt. Das ist der Plural von Maula. Was ist ein Maula?
Ja, auf der einen Seite ist es ein, kann es ein Sklave sein oder ein ehemaliger Sklave, der freigelassen wurde. Das ist ein Maula. Und Maula kommt ja von Wali. Und Wali ist jemand, der jemandem anderen nahesteht. Oder es kann genau die umgekehrte Bedeutung haben. Nämlich, es ist der Herr, der einen Sklaven freigelassen hat. Also es kann der Sklave sein, der freigelassen wurde. Oder es kann der Herr sein, der seinen Sklaven freigelassen hat. Weil zwischen ihnen beiden ist eine innige Beziehung. Nämlich nachdem jemand einen Sklaven freilässt, hat der Sklave noch eine gewisse Bindung zu ihm. Und deswegen kann sogar der Maula, wenn es überhaupt keine Familienangehörigen geben sollte, seinen, sozusagen, den Sklaven erben, wenn er sterben sollte. Wenn es überhaupt keine Familienangehörigen für diesen Sklaven gibt, wenn er sterben sollte und er hat Vermögen, dann hat der Maula al-Mu'tiq, also derjenige, der ihn freigelassen hat, nach islamischem Recht dann auch das Recht, ihn zu beerben. Weil nämlich diese Beziehung zwischen beiden eine sehr, sehr engere Beziehung ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hier über einen Mann. Einen Mann von dem Mawali. Das heißt, es muss wahrscheinlich ein ehemaliger Sklave gewesen sein oder wie auch immer. Also, man weiß es nicht genau. Und dieser Mann heißt Al-Jahjah. Mehr wissen wir nicht über diesen Mann. Manche sagen, Al-Jahjah ist dieser Mann aus Qahtan, über den wir gerade gesprochen haben. Manche sagen, nein, dieser Mann aus Qahtan, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat, das ist ein freier Mann. Während dieser Jahjah ein Maula ist, also wahrscheinlich ein ehemaliger Sklave. Also kann er das nicht sein. Und deswegen gehen einige davon aus, wie es Ibn Kathir gesagt hat, in seinem bekannten Werk Al-Bidaya wa Nihaya, der Anfang und das Ende, يحتمل أن يكون هذا اسم ذي السويقتين الحبشي. Es könnte sein, dass es sich hierbei um den Abbasinier Dhu as-Suwayqatayn handelt. Wer ist dieser Abbasinier Dhu as-Suwayqatayn? Habt ihr schon mal von dem gehört? Das ist jemand, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht vor dem jüngsten Tag. Und das wird zu der Zeit sein, wo kein Mensch mehr auf der Welt Allah rufen wird. Und zu dieser Zeit wird ein Mann mit dem Namen Dhu as-Suwayqatayn, der Inhaber der beiden dünnen Beine, der Inhaber der beiden dünnen Beine, er wird kommen und er wird die Kaaba Stein für Stein zerlegen. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihm geschrieben. Er hat gesagt, er wird kommen und er wird die Kaaba Stein für Stein zerlegen. Und manche haben gesagt, Al-Jahjah ist vielleicht dieser Dhu as-Suwayqatayn. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Wir wissen es einfach nicht. Das sind alles, ja, Dinge, die die Menschen erfahren werden, die es erleben werden. Sie werden dann sagen, ach, das ist genau dieser Jahjah, ja, von dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Ja. Wenn überhaupt sie das halt noch Muslime sein sollten, das ist nochmal eine andere Frage. Aber wir können jetzt nur spekulieren. Und deswegen sollten wir auch bei solchen Überlieferungen einfach sagen, Allahu a'lam. Ja, es ist, wenn es eine authentische Überlieferung ist, auf jeden Fall eine Prophezeiung. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das wirklich gesagt hat, dann wissen wir, es wird eintreten. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen. Früher oder später. Wir wissen ja nicht, wie lange die Welt überhaupt noch anhalten wird. Vielleicht dauert sie ja noch Jahrhunderte, Jahrtausende an. Wir wissen es nicht. Ja, am Ende sind immer nur Spekulationen, auch wenn vieles darauf hindeutet, dass die meisten Zeichen, wie wir es ja schon besprochen haben, schon eingetreten sind und es wahrscheinlich, Allahu a'lam, nicht mehr sehr lange dauern wird, aber das ist natürlich nur eine Spekulation. Ja, nicht einmal der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wusste, wann die Stunde ist, sondern wir es dann wissen. Ja, können wir nicht wissen. Und deswegen müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen mit bestimmten Berechnungen, welche wir haben, wann, weiß ich nicht, bestimmte Ereignisse eintreten sollen. Es gibt manche Gelehrte, auch durchaus, sage ich mal, wirklich Gelehrte mit fundiertem Wissen, die versucht haben, anhand einiger Ayat Qur'aniyah durch bestimmte Berechnungen, dann auch bestimmte Ereignisse in der Zukunft vorauszuberechnen. Dieser Al-I'jaz al-Adadi fil Qur'an. Das heißt,
dass man aufzeigt, dass der Koran eine Art mathematisches Wunder ist. Eine Art mathematisches Wunder ist. Also ein Zahlenschlüssel, ein Zahlencode in sich birgt, ja, mit dem man auch bestimmte Dinge in der Zukunft festlegen kann. Da gibt es viele Versuche. Einer der Gelehrten, die das, sage ich, diese Bekannten, die immer noch leben, der ist auch für 2022 da eine Ankündigung gemacht hat, schon vor 30 Jahren, möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, ja, weil das ein bisschen politisch schwierig ist, das Thema. Ja, und zwar, der meinte, es wird im Nahen Osten bald eine Veränderung geben, wahrscheinlich im Jahr 2022. Ja, das ist Sheikh Bassam Jarrah, und der hat schon vor 30 Jahren über das Jahr 2022 gesprochen. Und zwar hat er gesagt, das Jahr 2022, was dem Hijri-Jahr 1443 entspricht. Und er hat versucht, das sozusagen anhand verschiedener Ayat dann auch zu belegen und aufgezeigt, dass bestimmte Ereignisse in der Geschichte genau sozusagen mit dem Koran hätten vorausberechnet werden können. Und dass das wie die Faust aufs Auge passt. Und dementsprechend hat er gesagt, das könnte sein. Es muss unbedingt sein, aber es könnte sein. Aber man muss vorsichtig sein. Man muss immer sehr, sehr vorsichtig sein. Weil was ist, wenn er sich verrechnet hat? Was ist, wenn sein Ijtihad falsch ist? Dann werden viele Leute sagen, ah, guck mal, hier, der behauptet, der Koran konnte was voraussagen, und wenn es dann nicht passiert, haben wir ein Problem. Und deswegen viele sagen, wir sind jetzt 2022. Wo ist die Prophezeiung? Es gibt keine Anzeichen dafür. Ja, Allahu Akbar, wir wissen das nicht. Deswegen wäre ich da auch immer sehr, sehr vorsichtig, wenn es passiert, Alhamdulillah, wenn nicht. Ja gut, es ist halt nur die Bemühung eines Menschen, nicht mehr und nicht weniger. Toll. Kommen wir inshallah ta'ala zu den nächsten Zeichen, die wir aus einer Überlieferung entnehmen können. Nämlich, es sind mehrere Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, die Stunde wird nicht eintreten, ehe die wilden Tiere zu den Menschen sprechen, ehe nicht das Ende der Peitsche eines Mannes und sein Schnürsenkel zu ihm sprechen werden und sein Oberschenkel ihm Auskunft über die Neuigkeiten seiner Familie erteilt, nachdem er gegangen ist. Interessante Sachen, die hier erwähnt werden vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Seine Überlieferung, ja, die wir bei Tirmidhi haben, die Gelehrten haben sie noch als Sahih eingestuft. Also es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das wirklich gesagt hat. Nochmal, warum sage ich hier große Wahrscheinlichkeit? Wir hatten das letzte Woche oder vorletzte Woche erwähnt gehabt. Wir hatten einen Unterschied gemacht zwischen einem Ahad-Hadith und einem Mutawatir-Hadith. Könnt ihr euch erinnern? Ahad, Mutawatir, was war das nochmal gewesen? Und warum ist das wichtig zu wissen? Was ist Mutawatir? Was ist Ahad? Ja. Könnt ihr mal den Schwestern sagen, vielleicht eine Schwester, dass sie vielleicht irgendeinen Raum gehen? Barakofiko, das stört echt ungemein. Barakofiko. Einfach, die können ja im Raum weiterreden, anschauen. Ja. Ja, über die Überlieferer, um die Überliefererkette. Nein, das ist was anderes. Aber es geht um die Überliefererkette. Ja? Ja, genau. Ein Mutawatir-Hadith ist ein Hadith, der von so vielen Menschen in jeder Überlieferer-Generation überliefert wurde, dass man ausschließen kann, dass sie sich auf eine Lüge hätten einigen können. Tamam? Und wir hatten das Beispiel mit diesem Das gegeben, wenn ihr alle sagt, nachher, der Farid hat heute einen Unterricht gehalten, dann ist das Mutawatir. Tamam? Und ein Ahad? Ja, genau, richtig. Ungefähr, ja, gut. Ungefähr, ja. Da gibt es natürlich bei der stillen Post Profis und es gibt Anfänger, ja. Und die Profis sind dann die Sahih-Trabenten und die Anfänger sind dann die Daif-Trabenten. Und das haben wir dahingestellt. Die Sache ist einfach die erstmal, auch wenn ich einen guten Isnad habe, eine gute Überliefererkette, gibt es immer eine Möglichkeit, dass es ein Fehler unterlaufen ist, oder? Und deswegen sagen wir immer, wir gehen davon aus, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt eine starke Wahrscheinlichkeit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wirklich gesagt hat. Ja, okay. Und er spricht jetzt hier, sallallahu alaihi wasallam, über mehrere Dinge. Und er sagt erst einmal, nochmal zu dem Hadith, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist,
Die Stunde wird nicht eintreten, ehe die wilden Tiere zu den Menschen sprechen. Tamam. Jetzt gibt es einige Gelehrte, die sagen, es gab schon mal, es gibt auch Überlieferungen aus der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch mit Tieren gesprochen hat. Ich möchte diese Überlieferungen jetzt gar nicht erwähnen, die sind zwar authentisch, aber Allahu a'lam ist halt die Frage, ob das wirklich jetzt ein Zeichen der Stunde war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist ja ein Wunder, ja, mit einem Tier oder ein Tier verstehen konnte. Weil wir wissen, dass der Prophet Sulaiman alaihi salam, er hat die Tiere verstanden. Allah ta'ala, er hat ihm was gegeben? Er hat ihm Mantiq al-Tayr gegeben. Die Sprache der Vögel. Stellt euch mal vor, subhanallah, jemand kann mit Vögeln sprechen. Allah ta'ala hat ihm diese Möglichkeit gegeben. Aber das ist ja eine Ausnahme. Das ist ja eine Ausnahme. Und auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und hier auch diese Überlieferung mit dem Sahabi, das sind eher Ausnahmen. Die Frage, die sich stellt ist, ja, meint der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Ausnahmen? Oder meint der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier wirklich, dass es regelmäßig dazu kommt, dass Tiere zu Menschen sprechen werden? Allah weiß es am besten. Ist das aber möglich, theoretisch? Ja. Ich meine, wir wissen die Wissenschaften, wie sie sich entwickeln. Und wer weiß, vielleicht wird es irgendwann mal die Möglichkeit geben, wirklich die Sprache der Tiere entschlüsseln zu können. Und zu verstehen, was Tiere wirklich zu uns sagen. Wir wissen es nicht. Ja? Und es kann sein, dass wirklich Wunder geschehen, subhanallah, und Tiere wirklich sprechen. Ja, ohne dass wir irgendwelche Geräte brauchen. Allahu ta'ala, ala wa. Ich meine, heutzutage, subhanallah, haben wir Google-Übersetzer. Er kann überall auf der Welt irgendwie uns durchschlagen mit Google-Übersetzer. Ja, was vorher überhaupt nicht denkbar gewesen war. Ja, und diejenigen entwickeln sich. Vielleicht spricht der Prophet sallallahu alaihi wasallam über eine Zeit, die wir noch nicht gesehen haben. Wo die Wissenschaft so sein wird, dass man wirklich sogar Sprachen entwickelt, mit denen man, durch die man mit Tieren kommunizieren kann. Vielleicht kennt sich jemand aus in diesem Bereich. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja schon irgendwelche Ansätze. Ja. Ich meine, man hat ja schon, es gibt eine sehr schöne Doku darüber, dass man auch weiß, wie Bäume miteinander kommunizieren. Ja, über die Wurzeln etc. Also man ist ja sehr, sehr weit in der Forschung. Vielleicht gibt es auch schon Ansätze, um mit Tieren in irgendeiner Weise kommunizieren zu können. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn es sich jemand auskennen sollte, kann er uns ja hier darüber aufklären. Gibt es irgendjemand, der Biologie oder Ähnliches studiert und sowas schon mal gelesen hat oder sich damit beschäftigt hat? Nein. Also es gibt keinen Tiereflüsterer unter uns. Ja? Schade. Ach ja, inshallah. Kann ja vielleicht dann jemand machen, inshallah. Gut. Also, das ist ein Zeichen. Wahrscheinlich noch nicht eingetreten. Außer wir nehmen diese einzelnen Ereignisse aus der Zeit des Propheten und sagen, das gab es, aber dann wären das ja, wie gesagt, nur einzelne Ereignisse. Und der Prophet hat ja auch über die Zukunft gesprochen. Dann, was schon viel eher aus meiner Sicht eventuell sogar schon jetzt da sein könnte, wenn man das in dieser Hinsicht interpretiert, sind die anderen Dinge. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ehe nicht das Ende der Peitsche eines Mannes und sein Schnürsenkel zu ihm sprechen werden. Und dann fügt der Prophet hinzu, sallallahu alaihi wasallam, und sein Oberschenkel ihm Auskunft über die Neuigkeiten seiner Familie erteilt, nachdem er gegangen ist. Ich meine, mal ganz ehrlich, aus unserer heutigen Perspektive wäre ein Schnürsenkel, der jetzt reden kann, nichts Besonderes, oder? Also wäre einfach nur irgendwie, zwar weiß ich, ob das wirklich jetzt Sinn macht, ja, aber wäre jetzt nicht wirklich etwas sehr Außergewöhnliches. Oder irgendwie ein Band in der Hand halten. Ich meine, heutzutage jeder hängt sich ja ein Handy um den Hals, ja, und das Handy spricht mit einem. Ja, du kannst sogar dem Handy etwas diktieren, du weißt ganz genau, wie es deiner Familie geht. Ja, vielleicht wird es ja in Zukunft noch andere Methoden geben als das Handy, ich weiß es nicht. Und auch mit dem Oberschenkel. Ich meine, wir wissen, dass es mittlerweile Cyborgs gibt. Ja, gibt es wirklich. Also anerkannte sogar Cyborgs. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Diesen einen Typen, der hier so ein Dings hat, der hat sich hier was implantieren lassen, damit er hören kann. Ich glaube, er ist taub oder schwerhörig, damit er hören kann oder irgendetwas. Oder er ist farbenblind, damit er Farben erkennen kann, hat er sich hier was implantieren lassen. Und er ist der erste anerkannte Cyborg auf der Welt. Also sozusagen jemand, der sowohl Maschine ist als auch Mensch. Ja? Und wer weiß, vielleicht wird es irgendwann mal, keine Ahnung, implantierte, keine Ahnung, was geben in dem Oberschenkel und man kann damit dann kommunizieren. Wir wissen es nicht. Ja, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat hier Dinge beschrieben, die für die Menschen damals natürlich absolute Wunder waren, für uns heutzutage gar nicht mehr so komisch waren. Wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen, dass es das auch in naher Zukunft gibt, genauso wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch beschrieben hat. Oder vielleicht hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Art und Weise beschrieben, ja, die dem Menschen damals geläufig war,
Womit er aber eigentlich die Technologie meint, die wir heutzutage in unserem Alltag benutzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Ja? Das sind sozusagen einige der Zeichen, mit denen wir uns heute insha'Allah ta'ala beschäftigen. Und es gibt noch ein Zeichen, insha'Allah, was auch zu den Zeichen gehört, aus denen wir sehr, sehr viele Lehren ziehen können. Und zwar, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das heute schon erwähnen soll oder nächstes Mal, weil es könnte sein, dass das auch zusammenhängt mit der Zeit des Mahdi. Es könnte sein, dass das, was wir jetzt erwähnen werden, auch zusammenhängt mit der Zeit des Mahdi. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in mehreren Überlieferungen aufgezeigt, dass eine Zeit kommen wird, wo eine Armee die Kaaba angreifen wird. Wo eine Armee die Kaaba angreifen wird. Yarzu jayshun im Kaaba. Eine Armee wird die Kaaba angreifen. Nehmen wir gleich die Übersetzung, insha'Allah ta'ala. Und zwar, jemand, das ist eine andere Version, als die ich gerade zitiert hatte, jemand wird im Hause Zuflucht suchen, also im Hause Allahs. Und eine Armee wird gegen ihn entsendet werden. Wenn sie sich auf einer Ebene befinden, werden sie von der Erde verschluckt. Hatta iza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Sie werden in der Erde komplett versinken. Und dann fragte Aisha radiallahu anha den Propheten sallallahu alaihi wa sallam: O Gesandter Allahs, was ist mit denjenigen, die nur gekommen sind, um Handel zu betreiben? Oder diejenigen, welche nicht eigentlich wirklich mit wollten und gezwungen wurden? Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete: Sie werden allesamt mit ihnen verschluckt. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Und dann? Thumma yub'athuna ala niyatihim. Und dann werden sie auferstehen, je nach ihrer was? Nach ihrer Niyya. Nach ihrer Absicht, warum sie sich beteiligt haben. Doch am Tag der Wiederauferstehung werden sie ihren Absichten entsprechend auferweckt werden. Gut, was können wir lernen? Erst einmal, es wird eine Zeit kommen, wo es wirklich eine Armee geben wird, welche die Kaaba angreifen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird diese Armee vernichten, wie damals die Armee von Abraham. Nur, dass keine Vögel kommen werden, sondern sie werden in Erdboden versinken. Wir haben hier eine weitere Information in dieser Überlieferung, und zwar, es wird wahrscheinlich einen Grund haben, weil irgendjemand im Hause Allahs Zuflucht suchen wird. Vielleicht irgendeine wichtige Persönlichkeit, wir wissen es nicht. Und daraufhin wird diese Armee geschickt und sie werden allesamt auf irgendeiner Ebene, auf dem Weg dorthin, dann im Erdboden versinken. Als ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Interessant finde ich die Frage von Aisha. Was ist mit denjenigen, die eigentlich gar nicht wollten? Was ist mit denjenigen, die vielleicht gezwungen wurden? Werden sie ebenfalls im Erdboden verschwinden? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte ja. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, selbst wenn du vielleicht anders sein solltest, sie können dein Schicksal bestimmen. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Allah ta'ala, er erzählt uns die Geschichte von den 7 Schläfern. Das sind die Jugendlichen, welche sich in der Höhle versteckt haben. Surat al-Kahf, die Höhle. Und Allah ta'ala, er erzählt, dass mit ihnen ein Hund gewesen ist. Oder? Ich meine, mal ganz ehrlich, dieser Hund, spielt er wirklich eine Rolle in der Geschichte? Allah ta'ala, er wird einfach nur erwähnt, er aber extra, subhanallah, ja, dass der Hund mit ihnen ist. Und die Gelehrten haben daraus eine sehr, sehr wichtige Lehre gezogen. Und zwar, Allah ta'ala, er hat den Hund geehrt, weil er mit ihnen zusammen gewesen war. Und deswegen hat er ihn extra hervorgehoben. Und genauso auch ist es mit dir, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Wenn du dich mit guten Menschen umgibst, wird dich Allah erhöhen, automatisch. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahab. Der Mensch ist mit denjenigen zusammen, die er liebt. Imam al-Shafi'i, er sagt etwas sehr Wichtiges. Uhibbu al-Salihina wa lastu minhum. Asa an anala bihim shafa'a. Ich liebe diejenigen,
welche fromm sind. Ich liebe die rechtschaffenden Menschen, auch wenn ich nicht zu ihnen gehöre. Aber vielleicht werde ich durch sie Fürsprache erlangen bei Allah. Und dann sagt er, wa akrahu. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Worte von diesem Gedicht fest, aber er sagt ungefähr, wa akrahu ahl al ma'asi. Ich verabscheue diejenigen, die sündigen. Ja? Selbst wenn wir gleich handeln sollten, wa in kunna sawa fil bid'a. Auch wenn wir gleich handeln sollten. Wir machen die gleichen Sünden, aber ich mag die Leute nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, mein lieber Bruder, meine Schwester. Versuch dich immer mit Menschen zu umgeben, die gut sind. Dann wirst du auch einen guten Ausgang haben. Und nimm dich in Acht vor Menschen, die schlecht sind. Selbst wenn du vielleicht das Gefühl hast, ich gehöre eigentlich gar nicht zu diesen Menschen, ich bin nicht so fromm wie sie, ich bin nicht so gut wie sie, ich bin nicht so erfolgreich wie sie. Aber versuch dich immer mit diesen Menschen umzugehen. Warum? Weil sie werden dich ziehen, und zwar zum Guten. Wenn du dich aber mit Menschen umgibst, die schlecht sind, dann wirst du sie vielleicht ein bisschen beeinflussen, positiv, aber sie werden dich noch stärker negativ beeinflussen. Ob du willst oder nicht, ist automatisch so. Und deswegen hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ein sehr schönes Gleichnis gegeben. Von einem guten Freund und einem schlechten Freund. Weiß jemand, kennt jemand dieses Gleichnis? Ein guter Freund, ein schlechter Freund. Das Gleichnis von guten Freund und schlechten Freund. Ja. Der Prophet sagt, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوء كَمَثَلِ حَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ. Das Gleichnis desjenigen, der einen Sitzpartner hat, also mit dem er Zeit verbringt, Freund, der fromm ist, und das Gleiche von jemandem, der einen Freund hat, der nicht fromm ist, der schlecht ist, ist wie das eines Menschen, der Parfüm verkauft, und eines Menschen, der Schmied ist, am Blasebalg arbeitet. Wenn du mit einem Menschen zusammen bist, der Parfüm verkauft, wenn du zum Beispiel in eine Drogerie gehst oder in eine Parfümerie gehst, was passiert dann? Entweder du riechst was Gutes oder du kriegst irgendwas, einen guten Geruch ab. Ja? Also egal was ist, du hast immer was oder du kaufst von ihm Parfüm. Wenn du aber bei einem Schmied bist in seiner Werkstatt und er ist gerade die ganze Zeit dabei, das Feuer zu erhitzen, was passiert dann? Entweder er verbrennt dich oder du hast einen schlechten Geruch. Und genauso auch ist es mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Umgebe dich immer mit guten Menschen und sie werden dich erhöhen. Automatisch. Deswegen, subhanallah, ich habe auch wirklich viele, auch sogar in Dunya-Angelegenheiten. Wenn du erfolgreich sein möchtest, umgebe dich nur mit erfolgreichen Menschen. Weil sie werden dich mitziehen. Ich habe mal einen YouTuber gehört, der ist in der Finanzbranche, selbst schon, also finanziell sehr, sehr, sehr erfolgreich, Milliardär. Und auf jeden Fall sagt er, ja, umgib dich immer mit reichen Menschen, weil dann wirst du auch reich denken. Automatisch, ja. Weil dann sind für dich so, weiß ich nicht, monatlich Einnahmen von 10.000 Euro nichts. Ja, für uns hier, 10.000 Euro, mashallah, das ist dann nichts mehr. Ja, dann denkst du in ganz anderen Kategorien. Du denkst in ganz andere Kategorien, das ist Dunya. Das ist Dunya. Dunya geht. Dunya ist egal. Aber wenn du Erfolg in der Dunya haben möchtest, umgib dich mit erfolgreichen Menschen. Aber wenn du dich immer nur mit Menschen umgibst, die sagt, immer nur meckern, die nie was zu Ende machen, die keine Ziele haben, denen alles egal ist, Hauptsache sie kommen irgendwie durch den Tag, dann werden sie dich auch runterziehen. Automatisch. Deswegen, ja, das ist eine Sache, die du daraus lernst. Und die andere Sache ist, ja, ثم يبعثون على نياتهم. Und dann werden sie je nach ihren Absichten auferstehen. Es kommt auf die Absicht an. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt er, innama al-a'mal binniyat. Die Taten sind entsprechend ihren Absichten. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Und jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Hier sehen wir, die Leute hatten keine schlechte Absicht. Allah ta'ala, er wird sie am jüngsten Tag vielleicht, ja, nicht bestrafen, weil sie eine andere Absicht hatten, aber sie waren irgendwie gezwungen gewesen, mit dabei zu sein. Und umgekehrt genauso, es kann sein, dass du vielleicht was Gutes machst, aber du hast eine schlechte Absicht gehabt. Und Allah Ta'ala, er wird dir aufgrund der schlechten Absicht keinen Lohn geben, sogar vielleicht dich bestrafen. Warum? Weil du dich nämlich als etwas ausgegeben hast, was du gar nicht bist. Du hast angegeben, rumgeprallt. Du wolltest so tun, als wärst du jemand, der aufopferungsbereit ist, aber hast nur gemacht, damit die Menschen klatschen.
Und wie der Prophet gesagt hat, die ersten drei, die am jüngsten Tag von den Flammen der Hölle erfasst werden, sind welche Menschen? Welche drei Menschen werden am jüngsten Tag als erstes von den Flammen der Hölle erfasst? Nein, nicht der Juf. Kein der Juf. Der wird auch, eine andere Sache, aber nicht in diesem Kontext. Ein Shahid, ein Märtyrer, der nur gekämpft hat, um als Held dazustehen. Nummer zwei. Genau, wer spendet auf dem Wege Allahs oder wer spendet und aber das so macht, damit die Leute sagen, er sei spendabel. Und die Nummer drei? Ein genau Gelehrter, Prediger, wie auch immer, Koranlehrer, ja, der Wissen gelehrt hat, aber nur das gemacht hat, damit die Leute sagen, der ist ein Gelehrter. Das sind die ersten drei. Subhanallah, guck mal, die haben Gutes gemacht, aber was? Werden bestraft. Jetzt, damit können wir auch für heute abschließen, inshallah ta'ala, damit wir auch noch Fragen beantworten können. Und jetzt sind wir im Monat Sha'ban. Ramadan beginnt in wenigen Wochen, inshallah. Lasst uns deswegen von jetzt an schon die Absicht fassen, dass wir uns versuchen, im Ramadan zu verändern. Dass wir versuchen, im Ramadan etwas zu erreichen. Weil wie die Gelehrten gesagt haben, Niyatul Mu'mini ablagu min amali. Die Niyya, die Absicht des Mu'mins, ist weiter als seine Tat. Was heißt das? Das heißt, wenn ich etwas beabsichtige, selbst wenn ich es dann nicht schaffen sollte, dann wird mich Allah für meine Absicht belohnen. Und nicht nur allein für die Tat. Ich hatte wirklich ernsthaft vorgehabt, mich im Ramadan zu verändern. Und dann kommt Ramadan und ich habe nicht alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. Aber ich habe es versucht. Allah wird mich dann für das belohnen, was ich versucht habe und für meine Absicht. Ja, ich habe Ramadan beabsichtigt, mich zu verändern und jetzt sterbe ich vor Ramadan. Allah Ta'ala, er wird mir den kompletten Lohn für Ramadan geben. Obwohl ich nicht einen einzigen Tag gefastet habe. Und daran erkennen wir, wie wichtig die Absicht ist. Nochmal aus diesem Hadith. Und wie gesagt, meine lieben Geschwister, das ist eines der Zeichen, was ebenfalls vor dem jüngsten Tag geschehen wird, was noch nicht geschehen ist. Ja, und Allah Ta'ala, er weiß am besten, wann das geschehen wird, in welcher Zeit. Ja, aber das ist einer dieser kleinen Zeichen. Wir werden, insha'Allah Ta'ala, in Ahyan Allah, nächste Woche, dann anfangen, über diese Zeit vom Mahdi zu sprechen, wo einige Dinge geschehen sind und womit auch wahrscheinlich einige dieser Zeichen noch verbunden sind und werden wahrscheinlich dann auch über den Mahdi in zwei Einheiten sprechen, nicht nur in einer Einheit. Ich muss mir das nochmal überlegen, inshallah. Aber wie gesagt, nächste Woche werden wir dann beginnen, dann über dieses erste, sage ich mal, Zeichen zu sprechen, was manche Gelehrte sogar als großes Zeichen gewertet haben. Manche haben gesagt, der Mahdi gehört zu den großen Zeichen. Und Allah weiß es am besten. Barakallahu fikum, wir müssen jetzt abschließen, inshallah ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.